Hey, hey, hallo Lords und willkommen zurück zu Let's Play Demon's Souls für die PlayStation 3. Erstmal kurz im Voraus, es kann sein, dass ich ein bisschen erkältet klinge. Der Grund dafür ist, dass ich ein bisschen erkältet bin. Also ich habe nicht irgendwie Schnupfen oder so, aber ich habe ein bisschen Reizhusten und ziemlich starke Halsschmerzen und trotzdem nehme ich dieses Video jetzt auf. Das einzige Video, was ich heute aufnehme. Ich habe nämlich so gerade die ersten Parts von der 25 Lives Challenge so ein bisschen nochmal durchgeschaut und habe da so ein paar Sachen gesehen, die ich damals nicht gemacht oder geschafft hatte. Und die möchte ich mir für diesen Part mal so ein bisschen vornehmen. Außerdem habe ich noch eine sehr interessante Ankündigung zu machen. Es ist nämlich sehr wahrscheinlich, es ist jetzt keine hundertprozentige Ankündigung, es steht nämlich noch nicht fest, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass innerhalb der nächsten Parts, vermutlich sogar schon ab dem nächsten Part, Mark da ist für ein paar Parts, vielleicht so für 5 Parts oder so, je nachdem. Das bedeutet, sollte das wirklich hinhauen, worüber ich mich sehr, sehr, sehr freuen würde, würden wir dann gemeinsam wahrscheinlich das zweite Gebiet vom Schrein der Stürme machen, also am Kaltstein des Richters, wenn wir dann noch weiterkommen. Ne, ich glaube, da sind wir doch nicht weitergekommen, oder? Da war doch so eine Nebelwand. Ach, keine Ahnung. Und hinterm Blutsauger würden wir noch weitermachen. Ja. Und je nachdem, wie weit wir dann kommen, könnten wir natürlich auch hinterm Turm... Ah, nee, genau hier war das. Hier bin ich nicht weitergekommen. Hinterm Turmritter, genau. Da war die Wand. Das würden wir dann vielleicht noch machen. Und eben das dritte Gebiet hier. Wobei es hier, glaube ich, gar nicht so weit ging. Da war doch nur so eine komische Fackel. Keine Ahnung. Jedenfalls werden wir dann mal sehen. So, und bevor wir loslegen, eine einzige kleine Sache habe ich noch jetzt schnell anzukündigen. Und zwar, ich glaube, im letzten Part haben wir ja oben im Turm von Latria schon das letzte Gebiet gemacht, wenn ich das richtig im Kopf habe. War das hier? Genau hier. Kaltstein des alten Mönchs. Und ich habe mich mal so ein bisschen informiert. Mich hatte mich mal interessiert, wen die Leute so als schwerste Bosse bezeichnen. Und das waren meistens, also die meisten haben gesagt, hier der Flammschleicher und eben die Menschenfresser, an denen ich ja auch letztendlich mein letztes Leben verloren habe. Die Viecher hier, die Gargoyles. Und einen haben sie noch genannt, den ich noch nicht kannte. Und da habe ich unter anderem gelesen, dass der Old Monk, den wir besiegt haben, der alte Mönch, sehr, sehr variieren kann in der Schwierigkeitsstufe. Und ich hatte mich ja gewundert, wieso der als schwarzes Phantom da war und einen Spielernamen hatte. Es ist nämlich wirklich so, das Ausrüstungsset, das weiß ich nicht, ob das genauso ist, aber also der Kampfstil und alles Mögliche von dem alten Mönch ist abhängig vom Zufall. Denn man spielte nicht einfach gegen den ganz normalen Boss, sondern gegen den Geist von einem Spieler, so wie ich das verstanden habe. Und welcher Spieler das ist, wird komplett zufällig ausgewählt. Also es kann vielleicht sogar sein, zufälligerweise, dass ich da jetzt auch gegen jemanden hätte kämpfen können, der nur einen Dolch hat und gar keine Heil-Items oder so, das weiß ich nicht. Oder vielleicht schon Heil-Items, aber sich nicht so oft geheilt hätte, weil er langsamer wäre, weniger Ausdauer hat und nicht so schnell weggekommen wäre, kein Schild gehabt hätte oder so. Hätte aber auch ein übelster Typ mit einem großen Breitschwert sein können, der mich einfach mit 2 Schlägen hätte fertig machen können. Also, das finde ich persönlich sehr geil. So. Und jetzt gehen wir zum Kaltstein des kleinen Königs zurück in den Palast von Boletaria. Ja. Und ich habe mir einen Stichpunktzettel gemacht, da stehen 3 Dinge drauf, die ich für diesen Part, ja, mir vorgenommen habe. 3 Dinge, die ich gern probieren wollen würde. Mein Kater lurkt hier irgendwo rum, keine Ahnung. So, ich bin mal gespannt, ob ich das schaffe oder nicht. Die eine Sache habe ich nicht vergessen, die habe ich mich nur noch nicht getraut. Die zweite Sache habe ich komplett vergessen und erst in der Aufnahme wieder gesehen, als ich so ein bisschen durchgeguckt habe. Und die dritte Sache, an die habe ich kürzlich mal wieder gedacht, aber dann auch nicht weiter umgesetzt. So, und welche 3 Sachen das jetzt sind, oder ob sie überhaupt in dieser Reihenfolge jetzt gemacht werden, ist auch egal, das zeige ich euch jetzt, ihr werdet es dann schon sehen. Also, vermutlich können sich einige von euch, die das Let's Play hier bisher verfolgt haben, schon denken, was eine dieser 3 Sachen sein wird. Muss ich aber ganz ehrlich gestehen, wer sich das nicht denken kann, hat das Let's Play entweder nicht aufmerksam geguckt oder ist gerade einfach schwer von Begriff oder so, keine Ahnung. Weil meiner Meinung nach ist es nicht schwer.
darauf zu kommen. Es kann sein, dass ich nicht mal das jetzt schaffe, diese eine Sache, an die ich jetzt gerade denke. Oh, es ist irgendwie ganz schön eklig, wenn ich so in diesen Mysterien rede, oder? Naja, wie auch immer, wir probieren das gleich mal. Wir probieren das jetzt einfach mal. Wie gesagt, was ich hier gerade rede, wovon ich hier rede, was das wird, ob ich das schaffe, das werden wir jetzt gleich sehen. Ach, ich kann einfach mal die erste Sache jetzt ankündigen. Die erste Sache, von der ich jetzt geredet habe, bei der ich ein bisschen enttäuscht wäre, wenn ihr da jetzt nicht drauf kommen würdet, ist der Typ mit den roten Augen, der mich damals meine ersten beiden richtigen gezählten Leben gekostet hat. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Hehe. Arschloch. War das. Richtiges Arschloch. So, der müsste gewesen sein, wenn man dort lang den Turm hochgeht und dann quasi bis ganz außen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da auch irgendwie dahin kommen würde. Ich gehe jetzt einfach hier lang. Hier kommen natürlich jetzt nochmal diese Typen. Das wird natürlich nochmal schön gefährlich, aber ich bin inzwischen so stark eigentlich. Das sollte eigentlich nicht mehr die Schwierigkeit werden. Aber Explosionen sind halt trotzdem nicht zu unterschätzen. Also wenn die sich hier in die Luft sprengen würden, wäre das nicht Rückkehrung. Oh, aber hier bekomme ich mal wieder Terpentin. Das ist gut. Das sollte ich mir merken, dass die Terpentin droppen. Ja. Das sollte ich mir definitiv merken. Hallo. So, genau hier konnte ich das Tor öffnen. Ach nee, hier konnte ich die Items runterlassen, genau. Aber ich will ja nach ganz oben. Huch, den habe ich total übersehen. Stagger. So, ich bin auch... Ihr kennt das vielleicht, wenn man krank ist, ist alles so ein bisschen unscheinbar. Und man ist nicht so ganz konzentriert auf alles. So geht es mir momentan. Deswegen könnte es auch gut sein, dass mich das jetzt in den Tod führen wird. Aber wir werden sehen. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal einfach das Beste draus machen. Hier noch den Blauaugentypen, genau den da hinten. Erledigen. Der mir inzwischen eigentlich auch nichts mehr kann. Nee, wirklich, der kann mir gar nichts mehr. Der ist auch mit einem Schlag tot. Wow. Ich bin definitiv etwas stärker geworden. Oha, hier könnte ich noch runter zu einem Item. Das ist gut zu wissen, das merke ich mir hoffentlich jetzt auch mal kurz. So, hier werden wir nicht staggern, das würde zeitlich einfach länger dauern. Wäre mir zu doof. So. Also wenn ich die Gegner auf dem Weg dahin schon mal alle hier one-hitte, ist das definitiv schon mal ein gutes Zeichen. One-hitte ich auch dich? Ja. Dann ist es definitiv schon mal ein gutes Zeichen, dass es gleich wirklich funktionieren könnte. Ich sag extra könnte, weil der sieht halt trotzdem wirklich gefährlich aus. So, okay, ich mache ihm nach wie vor... Ui. Aber der macht trotzdem noch Schaden, das ist echt erstaunlich. Aber stirbt auch mit zwei gut getroffenen Hits. Sehr geil. Vollmondgräser, drei Stück, nice. Hier ist eine Tür und jetzt interessiert mich aber doch noch, was ist das hier? Eine unbekannte Heldenseele, okay. Scheint verschlossen zu sein. Okay, hier scheine ich also später nochmal hin zu müssen, tatsächlich. Wow. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mal gedacht. Ja, wenn du an den Schlüssel gelangst, kannst du weitergehen. Ach was. Bösewicht und... Glaubst du, es gäbe Hinweise? Nö. Gut, das hat definitiv schon mal gut funktioniert. Das war Punkt Nummer 1. So, Punkt Nummer 2 muss ich jetzt erstmal wieder finden. Genau wie Punkt Nummer 3. Bei den beiden bin ich mir nicht so zu 100% sicher, wo das eigentlich ist. Aber ich glaube, dass das hier lang war. Aber bevor ich da jetzt lang gehe, sollte ich vielleicht doch erstmal kurz das Item hier holen. Was ist das hier und wo bin ich hier? Oh. Aber hier kommen wir schon mal in die richtige Richtung. Denn an einer Stelle... Oh, hi. An einer Stelle hatte ich mal gesagt, dass man da runter kann, auf so eine Art Dach springen. Oh! Aua. Und das hätte ich halt gern mal gemacht. Ich musste halt nur rausfinden, wo das ist. Wo bin ich denn jetzt? War ich hier schon mal? Aber Moment mal, hier bin... Nee. Wo bin ich denn hier? Jetzt täuscht mich gerade, glaube ich, mein Gedächtnis. Doch, ich bin mir sicher, dass ich hier schon mal war. Oder?
Alter! Ist es vielleicht... Ne, doch, genau. Hier bin ich nämlich quasi ganz am Anfang. Wo damals hier stand, einfach durchrennen. Und hier unten ist immer noch dieses mysteriöse Leuchten, zu dem ich mich nach wie vor nicht traue. Oder geht's ganz tief runter? Ach du Scheiße. Wo geht's denn da hin? Das weiß ich auch nicht. Aber jetzt finden wir erstmal ganz kurz raus, wo das ist, was ich jetzt eigentlich meinte. Aber ich glaube, ich hab's wieder im Kopf. Ja, ich glaube, ich weiß es wieder. Probieren wir es aus. Let's just try this out. Wow. Oh. Es sieht so aus, als könnte ich auch bald mal wieder ein Level aufsteigen. Mit 12.000 Seelen schon wieder fast im Petto. Oder sagen wir mal 11.000. Das ist die realistische Rundung. So, und zwar, um dahin zu kommen, wo ich jetzt gerade hin will, muss ich, glaube ich, einfach nur hier hingehen, wo der Blauaugentyp war. Und dann ein paar Meterchen weiter. Und dann hier gleich um die Ecke, oder? Ja, das sieht auf jeden Fall schon mal recht richtig aus. Das war da, wo dieser Armbrustschützenturm war. Ow. It didn't kill me at all. Ja, genau hier. Jetzt sind wir jeden Moment da, wo ich hin wollte. Also, erstmal hier. Ah doch, hier war doch nochmal ein Händler, oder? Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Das ist alles schon so lang her. Aber ich glaube, hier war nochmal ein Händler-Typ, nicht wahr? Falls ja, liegt die Betonung wohl noch wahr. Ha. Naja, nicht schlimm. Die beiden hier haben was gedroppt. Sichelmondgras und noch mehr. So, und ich glaube, hier links rum war das, was ich gerade suche. Ja, genau das habe ich gesucht. Hier runter, weil ich nicht genau wusste, was das hier ist. Aua. Wo mich das hier hinführt und so weiter. Deswegen springe ich jetzt hier runter und gucke mich hier mal kurz um. Weil hier war ich ja wirklich noch gar nicht. Oha, hier ist nochmal ein Blauaugentyp, okay. Ja, hier wollte ich mich definitiv umschauen. Das habe ich nämlich in der Aufnahme gesehen. Ich glaube, in Part 3 oder 2 war das. Da habe ich da so runtergeguckt und habe so gesagt, auch hier geht's runter. Aber ich bin dann nicht runtergegangen. Und deswegen habe ich mich jetzt halt gefragt, was ist denn da eigentlich? Oha, aber hier scheine ich tatsächlich auch von hier aus hinzukommen. Von der Nähe des Armbrustschützenturms. Oder bilde ich mir das gerade nur ein? Ja doch, der ist da. Alles klar, hier wäre ich also auch so hingekommen, ohne runterzuspringen. Gut, wusste ich jetzt nicht. Ist das hier ein Geheimgang? Nein. Ich habe auch erst einen Geheimgang gefunden. Das macht mich auch sehr stutzig. Ich wette, es gibt noch ganz viele, die ich eben nicht gefunden habe. Das ist sehr, sehr wahrscheinlich. So. Gehen wir zuerst mal hier weiter. Komme ich auf jeden Fall zu noch einem Armbrustschützen und hinter mir war, glaube ich, noch ein Gegner. Ja, genau. Aber erstmal unbekannte Heldenseele. Das Problem ist halt, hier finde ich jetzt nur noch so die Sachen, die damals so gut waren. Zum Beispiel die leichte Armbrust. Ich hatte damals noch keine schwere Armbrust, gar keine Armbrust. Da wäre das sicher von gutem Vorteil gewesen. Ach du Scheiße, sind das viele. Da könnte ich eine Brandbombe reinwerfen. Ich habe aber keine. Jetzt sind es halt für mich nur noch, ja, mittelmäßige Items, weil ich es einfach nicht mehr brauche. Aber es ist ja nicht so schlimm. Hauptsache, wir waren hier mal und haben uns das mal angeschaut. Da ist dann zumindest der Erkunderwahn gestillt. Oh, Hartsteinscherben, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich habe schnell wieder weggedrückt, aber ich glaube, es waren Hartsteinscherben. So, ja, und das war es im Prinzip dann schon wieder von dem Ort. Ja, ja, setze gegen den nächsten Feind Feuer an, genau. Aber hier unten haben wir uns ja auch noch nicht komplett umgeschaut. Hier geht's ja noch hier lang. Genau, da liegt zum Beispiel noch ein Item. Was ist hier? Ich stecke in Schwierigkeiten, okay. Da ist ein Gegner. Und da ist noch ein Gegner. Und ich glaube hier drin... was war denn? Ich glaube hier drin war auch noch einer. Ne, da habe ich mich vertan. Das ist doch ein Geheimgang, oder? Was?
Ihr könnt mir nicht erzählen, dass es kein Geheimgang ist. Das könnt ihr mir wirklich nicht erzählen. What? Viel Glück, ja, danke. Dann vielleicht das hier? Alles kein Geheimgang? Puff, das ist ja fast schon enttäuschend. So, und hier geht's auch noch lang. Hier sind nochmal Feuertypen. Ein NPC. Oh. Ist das noch so ein Typ hier? Wie? Also ich habe ja bisher noch diesen einen da mit der Hakenklinge da, mit der Sichel getroffen. Hi. Oh. I am Ostrava of Boletaria. Accept this as a token of my gratitude. Cool. Messingteleskop. Keine Ahnung, was das ist, aber wir haben so einen Typen gefunden. Mensch. Das ist echt cool, ehrlich gesagt. Now I must go. Den hatte ich mehrfach auf dem im Ladescreen gesehen, Ostrava von Boletaria. Erkennt man in seiner unfassbar geilen Rüstung. Also Waffe und Schild besonders. Das ist ja cool. Und werde ich mal vielleicht die anderen Gebiete auch noch erforschen, ob ich da auch noch so einen Typen finde. Weil das scheint ja alles... Na gut, nee. Nee. Im Turm von Latria war es im zweiten Gebiet. Hier war es jetzt im ersten Gebiet. Nee, doch, das ist auch das... Nee, das ist das zweite Gebiet hier. Hä, oder? Ja doch, das ist noch das erste Gebiet. Ja, wohl war der Weg so weit. Ja doch, stimmt, der Weg war so weit, weil ich erst die Tore hier hinten öffnen musste. Genau. Ja, das hier ist noch das erste Gebiet. Also hier ist es im ersten Gebiet, ist Trava. Hallo. Und der zweite hier, irgendwas mit Y. Ich komme gar nicht drauf, wie der hieß. Also ich glaube irgendwas mit Y. Der war im Turm von Latria im zweiten Gebiet. Jetzt kann es natürlich sein, dass die anderen erst im dritten Gebiet sind, wobei die dritten Gebiete ja scheinbar immer nur sehr kurz sind, weiß ich nicht. Ja, ist alles, keine Ahnung. Ich werde einfach vielleicht mal suchen und jetzt mal diese Steine hier loslassen. Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht diesmal ohne, dass sie mich treffen, aber das war wohl ein Wunschgedanke. Aber ich finde das witzig, wie die hier alle umgerollt werden. Ich fand es so beim ersten Mal witzig, wie ich plötzlich von hinten umgerollt wurde, weil die so doof waren und das angeschossen haben. Augenblick mal kurz. So, oh, sorry für die komischen Geräusche und für die kurze Unterbrechung. Ich glaube, die paar Sekunden konntet ihr euch mal kurz gedulden. Ja. Es geht weiter. Aua. So. Da oben auf der Brücke, die Typen lasse ich jetzt erstmal in Ruhe. Mich interessiert jetzt was ganz anderes, was entweder jetzt wirklich mal wieder mein Tod sein könnte oder natürlich richtig gut funktionieren könnte. Nämlich war ich hier hinten einmal und habe mich hier definitiv nicht weiter getraut. Was vermutlich auch verständlich ist, weil hier zwei Drachen rumchillen. Ja. Vielleicht, was würde denn jetzt passieren, wenn ich jetzt zu den Items gehen würde? Würde der jetzt speien? Ja, der speit. So, wie viel Schaden macht mein Bogen auf ihn? Wie es scheint, gar keinen Schaden, weil ich ihn nicht treffe. ...40 und das ist gar nichts. Bedeutet, ihn so zu erledigen, würde vermutlich Jahrhunderte dauern. Genug Pfeile hätte ich möglicherweise, aber... Huch, der feuert auch hier runter. Oder ist es jetzt der andere? Keine Ahnung. Keilsteinscherbe. Vollmondgras. Und über mir chillt halt der andere Drache. Der hat mich gerade angespeit, oder war das auch der da oben?
Okay, das war schon auch der da oben. Ich würde ihn allerdings wirklich gern killen wollen. Aua. Denn hey, wenn ich treffen würde, wäre es vielleicht gar nicht mal so ewig. Aua. Aber er trifft mich halt auf eine etwas größere Range. Und auch hier trifft er mich noch. Der trifft mich ja wirklich unendlich weit scheinbar. Ich treffe ihn auch ganz gut. Ich meine, je näher ich dran bin, desto mehr Schaden mache ich aber. Und je mehr ich nach hier gehe, desto unrealistischer, unwahrscheinlicher ist es, ihn zu treffen, richtig? Soll ich jetzt einfach wirklich mal so lange draufballern, bis er tot ist? Das wäre irgendwie schon ziemlich geil, aber ich habe da nicht so die Hoffnung, dass das was bringt. Okay, ich mach's mal anders, so hier. Weil so treffe ich ihn definitiv. Anders schieße ich jetzt die ganze Zeit gegen seine Flügel. Oder eben daneben. Na gut, die Flügel sind ja okay, aber so schieße ich die ganze Zeit daneben. Daneben schießen ist ja doof. Also hier, wenn ich genau auf diese Stelle ziele, da treffe ich ihn dauerhaft. Und jetzt ist er schon halb tot. Also das ist durchaus realistisch, den jetzt einfach abzuballern. Und an der Position, wo ich momentan stehe, trifft er mich auch noch nicht. Auch nicht. Tut mir eigentlich fast schon ein bisschen leid um ihn. Ich wollte ihn jetzt nicht unbedingt erlegen, aber... weil ich ihn einfach cool finde, aber es bringt bestimmt ein paar Seelen, vielleicht auch ein gutes Item. Und außerdem kann ich mich dann hier mal frei umschauen. Da ist dann zwar noch der andere Drache, der könnte noch gefährlich werden. Okay. Wo müssen wir jetzt abgehauen? Ich wollte den... oh, Lilas Flammenschild. Oder Lias. Nur mal so rein hypothetisch. Wie sähe es denn mit ihm aus? Will ich ihn wecken? Oh mein Gott. Er nimmt gar keinen Schaden. Okay, ciao. Schade, ich konnte den roten Drachen jetzt tatsächlich nicht töten. Das ist fast schon ein bisschen traurig. Ich hätte jetzt gern die Seelen bekommen, vielleicht ein cooles Item oder so. Aber das war ja jetzt wirklich gar nichts. Schade. Aber ich akzeptiere es. Wahrscheinlich ist es irgendwie der Boss im dritten Gebiet oder so. Na gut, nee, vermutlich nicht. Ach, kommt der dann hier jetzt noch? Ich meine, nervt er dann noch rum? Wäre natürlich halt mega cool, wenn ich ihn jetzt vertrieben hätte. Wobei er mir dann halt nicht mehr die Brücken hier aufräumt, wie hier gerade. Ich meine, hier sind ein paar Gegner. Die machen mir zwar keinen Schaden, aber es dauert halt ein Weilchen. Na komm. Besonders halt so, wenn die Ausdauer dann langsam leer wird. Aber es geht. Habe ich noch Loot vergessen? Nö. Aber der Drache kam hier jetzt auf jeden Fall nicht. Was ja schon mal ein recht gutes Zeichen ist, nicht wahr? Dahinter war ein Item. Ja. Sieht so aus, als wäre es dann gewesen. Oh, hi. Ich gucke mich hier nochmal fertig um, aber... ah ja, da war auch ein Item, genau. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich noch was vergessen habe, oder? Also ich glaube, auf meinem Zettel steht definitiv nichts mehr, was ich noch machen wollte. Und ich glaube, auch so habe ich alles gemacht, was ich machen wollte. Oh, wer hat mich an... hast du mich angezündet? Ja, ich hab da... ja, und jetzt bin ich hier in dem zweiten Turm, nicht wahr? Also wo ich dann die zweite Tür geöffnet habe. Weil da oben mit dem Hebel habe ich ja das große Tor geöffnet. Ah,
genau, hier sind wir zum ersten Mal auf diese kleinen Phalanxviecher hier gestoßen. Die dann letztendlich zum Boss wurden. Quasi. Quasi, quasi. Okay, aber ich muss mich ja jetzt nicht nochmal bekämpfen, ne? Aua. Auf Wiedersehen. Und damit sind wir wieder am Anfang. Huh. Ich will jetzt mal was probieren. Und zwar, ob ich hier jetzt Seelen verliere oder nicht. Eigentlich sollte ich keine Seelen verlieren, richtig? Der Gewaltige. Ey, und jetzt habe ich schon zwei dieser Typen geholt und ich habe wirklich keine Seelen verloren, geil. Wo ist denn die Maiden? Oh! Hallo, Strava. At its peak, Boletaria was a grand kingdom. The king, his knights, and his subjects were modest and plain, but also steadfast and compassionate. In the distant southern kingdom, Boletaria was known as paradise on earth. But look at what has become of us now. I refuse to believe that this is what Father wished for our great land. I refused. Falls er das wirklich ist, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber die Rüstung sieht sehr ähnlich aus, dann muss hier doch theoretisch auch irgendwo der andere Typ sein, oder nicht? So kann ich mir ein Leben leihen. 18.000. Ich weiß nicht, was ich immer mit leveln will. Ich meine, nein, andersrum, was ich immer mit leben will. Ich wollte fragen, ob ich mir ein Level leisten kann. Und hier ist nach wie vor dieser Typ. I swear that ist das die Hyäne? Nee, ne? Nee, keine Ahnung. Hast du neue Wunder für mich? Nope. Ich habe ja hier noch Gegenmittel und Seelentarnung gekauft. Leider ist mein Wundergedächtnis noch bei 2. Ich überlege, ob ich das vielleicht dann später noch ein bisschen aufstufe. Aber jetzt mal ohne Mist. Soweit so gut. Wenn ich Ostrava... was ist das denn? Warum? Wenn ich Ostrava... hier jetzt wirklich bekomme, warum liegen hier jetzt Leichen? Müsste ja theoretisch auch irgendwo dieser andere Typ sein. Ich hab's wieder vergessen, wie er hieß, wirklich. Na, sieh mal einer an. Genau dich habe ich gesucht. I am indebted to you for your help in Latria. Without it, I would not have made it back to the Nexus. Now I can go on with my work. And for that, I must thank you. Kannst du mir auch Items geben? What is it? I have no business with. Do not be. Life is hard. Aber es ist trotzdem komisch, warum liegen hier jetzt Leichen rum? Ich habe irgendwie Angst, dass das so eine Typen sind, die ich hätte rekrutieren können. Aber keine Ahnung, versagt habe oder so. Okay, damit ist dieser Typ also doch hier. Ich habe mich die ganze Zeit geirrt. Er war die ganze Zeit hier. Ich habe ihn nur nicht gesehen. Mensch, Mensch. So, jetzt gucke ich noch einmal kurz, ob der Typ hier mich immer noch als Rohling bezeichnet. What do you want? I have... Fuck you. So, liebe Leute. Dann scheint es das erstmal für den Part gewesen zu sein. Ich weiß nicht, ob ich mit meinen Seelen-Items... Was ist denn die rote Seele hier? Achso. Ob ich mit meinen Seelen-Items vielleicht noch schnell... 18.000 zusammenkriege, das wäre super cool. Dann würde ich nicht die ganze Zeit mit den Seelen rumrennen, das wäre mir irgendwie nicht so lieb. Weil ich habe jetzt hier halt, keine Ahnung, 14.000 Seelen. Und ich kann sie halt nicht ausgeben, weil ich mir kein Level leisten kann. Klar, ich könnte mir jetzt nochmal... Oh doch, das sieht gut aus. Ich könnte mir jetzt nochmal hier Pfeile kaufen und so, das werde ich auch auf jeden Fall noch. Aber... Wenn es geht, würde ich ganz gerne noch ein Level. Scheiße. Mir fehlen noch 2000. Und ich glaube nicht, dass sie sagen, wo eine Soldatenseele 2000 bringt. Ah, 2000.
Ich bin ein echter Glückspilz. So, und ich glaube 18.600, oder? Oder waren es 18.800? Oh, 5 Seelen. Ach komm schon. Naja, gut. Dann werde ich schnell offscreen 5 Seelen besorgen. Und wir sehen uns dann hier im nächsten Part wieder. Im Nexus. Und gehen dann vermutlich ins dritte Gebiet. Ins zweite Gebiet, meine ich. Von dem Schrein der Stürme. Ja. Oder wir gucken nochmal nach den Typen. Also, bis zum nächsten Part. Hoffentlich mit Mark. Und ciao. Hey Leute, nochmal ganz kurz ein kleiner Notfall, den ich jetzt unbedingt noch ranhängen muss. Ich habe mich gerade im Internet mal so ein bisschen belesen, ob man Leute hier im Nexus töten kann, beziehungsweise wen man so töten sollte, was vielleicht auch wirklich was bringt. Eigentlich bin ich nicht so der Typ. Ich habe auch zum Beispiel in Dark Souls 2 niemanden in Majula getötet. Aber da bin ich tatsächlich gerade auf eine Sache gestoßen, die mich sehr stutzig gemacht hat. Und das ist jetzt ein kleiner Notfall, deswegen muss ich jetzt hier sofort ran. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wir haben im letzten Part unter anderem hier Jod und Strava gefunden. Und außerdem 2 Leichen. So, und jetzt habe ich mich nochmal so belesen. Und habe gelesen, dass wenn man Jod sozusagen rekrutiert hat, was ich ja ganz stolz gemacht habe, dann tötet ihr einfach, wenn das lustig findet, NPCs. Und wenn ich mich hier gerade mal so umschaue, habe ich die leise Befürchtung, dass er Ostrava getötet hat. Denn ich sehe Ostrava nirgends. Und er sitzt nicht mehr da, wo er war. Und ich glaube, NPCs haben eine feste Position. Und er hat da gesessen und er ist da nicht mehr. Was wiederum bedeuten würde, dass er tot ist. Dass Jod hier schon zugeschlagen hat. Und deswegen werde ich jetzt eine Sache tun, auch wenn sie mich vielleicht töten wird, aber ich werde Jod jetzt erledigen. Weil das ist es mir nicht wert. Man bekommt dann, glaube ich, auch irgendwie sein Rüstungsset oder so. Das weiß ich nicht so genau. Aber auf jeden Fall möchte ich ihn jetzt einfach erledigen. Mephistopheles was right about you. Düsterer Helm. Und der Rest ist zu schwer zum Tragen für mich. Oh nö. Ja gut, aber hier kann ich dann das Zeug mal kurz einlagern, nicht wahr? Hier genau die Steine kann ich zum Beispiel mal kurz einlagern. Dann kann ich mir das Item hier bestimmt nehmen. Es kotzt mich jetzt gerade ziemlich an, dass ich das jetzt erst rausgefunden habe. Weil, ja, ich war im letzten Part so stolz, dass ich Ostrava rekrutiert habe und jetzt sitzt er hier nicht mehr. Und dann habe ich eben gerade die Sache über Jod gelesen. Was wahrscheinlich genau das bedeutet. So. Wir deponieren dann jetzt mal schnell den Shit und den Shit. Und haben wir noch... Oh ja, wir haben noch Waffen ohne Ende hier. Das kann weg, der Krummsilbe kann weg, die leichte Armbrust kann weg. Soldatenschild kann weg. Ah. Da ist noch so eine Sache. Hm? Weil das hier ist nicht aufgewertet und hat 80. Ich weiß nicht, wie viel der Stahlschild ursprünglich hatte. Ich werde den erstmal kurz ablegen, den lila Flammenschild. Und jetzt holen wir uns kurz den Loot von Jod. Aber ich muss sagen, es kotzt mich wirklich an, dass Ostrava gerade tot ist. Also nicht hier ist, meine ich. Ich kann dann gleich mal kurz den Nexus verlassen. Und sorry, dass der Part jetzt hier wahrscheinlich ewig lang wird, aber... Düstere Beinschienen, düstere Kampfhandschuhe. Zu schwer zu tragen für dich. Ja, und dann nochmal hier hingehen in der Hoffnung, dass ich Ostrava noch irgendwo finde. Vielleicht hat er sich einfach nur irgendwo anders versteckt. Ja gut, dann machen wir das jetzt nicht mehr. Wir werden es ja im Laufe des LPs noch rausfinden. Aber zumindest das mit dem Rüstungsset muss ich jetzt noch schnell machen. Und das auch onscreen, weil ich es euch ja zeigen will. Die Rüstung ist bestimmt noch gar nicht so schlecht, aber... ich habe jetzt einfach keine Ausrüstungslast hier, keine Itemlast halt. Oha!
Der ist sogar wirklich gar nicht so schlecht. Der wiegt weniger als mein Helm und hat nur einen Punkt weniger Rüstung. Ha. Die Handschuhe haben zwei weniger Rüstung. Wiegen auch viel weniger. Und die haben auch zwei weniger Rüstung. Ich könnte natürlich auch drüber nachdenken, das auszurüsten. Hm? Aber das macht alles schlechter hier. Um ein bisschen, aber Blutungsresistenz erhöht es, um... Also die ganzen Resistenzen erhöht es halt. Weil die Verteidigung ja halt jeweils um ein bis zwei Punkte, das ist halt echt nicht so viel. Ich kann es ja einfach mal eine Weile probieren. Und wenn ich merke, nee, das funktioniert so nicht, dann kann ich das ja immer noch wieder umrüsten. Hallo, jederzeit. So, dann deponieren wir den Shit schnell. Bum, bum, bum. Meine schöne Anfangsrüstung. Ach ja, was war denn das eigentlich? Erhöht die maximale Ausrüstungslast. Oh. machen wir aber erstmal nicht. So, und jetzt holen wir uns noch ganz schnell das Oberteil der Rüstung und dann war es das auch mit dem kleinen Clipchen hier. Der Part ist ja jetzt wirklich schon lang genug. Mich stören nur diese Spitzen an den Schuhen. Die sehen ultra gay aus. So, hallo, düstere Rüstung, ausrüsten. Oh. Ja, aber damit habe ich zumindest nicht mehr diese Standard-Anfangsrüstung und ich sehe aus wie so ein Typ von denen. So. Ich werde mir jetzt offscreen noch schnell Gedanken machen wegen des Schildes, aber wie gesagt, das mache ich offscreen, das seht ihr dann im nächsten Part. Im nächsten Part habe ich dann auch, wie gesagt, hoffentlich Mark dabei. Und dann gucken wir mal, was aus Strava geworden ist. Also mit unserer neuen Rüstung geht's wirklich dann. Tschüss.